Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem Pfeil, der in einem Baum explodiert. Und einem Total War 2 Replay eingesendet von Freakshow33, der noch gar nicht so lange hier dabei ist. Wir begrüßen ihn, er hat ein Replay auf dem Discord gepostet. Ich habe es mir vorher noch nicht angesehen, aber da ich gerade nicht so viele Spiele auf Lager habe, gucke ich gerade alles von den Einsendungen an und ich bin sehr gespannt, was Freakshow hier im Kampf gegen einen anderen Spieler aus der Hamsterarmee, nämlich Death Metal, zu bieten hat. Außerdem finde ich das Matchup sehr interessant. Death Metal hat das Chaos genommen und Freakshow die Gruftkönige. Und damit ich die Namen nicht immer vertausche und Fehler mache, nenne ich sie wahrscheinlich immer auf der einen Seite Gruftkönige, auf der anderen Seite Chaos. Auf der Linie der Gruftkönige haben wir eine ganze Menge Gruftwachen mit Hellebarden. Sehen sie nicht schön aus? Ach, sie sehen so schön aus, wie sie da stehen, mit Disziplin und ihren Schilden vor ihren toten Körpern, während der Nekrolith-Koloss, auch genannt der Affenriese, mit seinen Pfeilen auf die anrückenden Chaoshorden schießt. Hellebardiere der Gruftkönige haben einen hohen Verteidigungswert, wie alle Hellebardiere eigentlich. Ihr einziger Nachteil besteht darin, dass sie sehr, sehr wenig Schaden machen gegen alles, was nicht groß ist. Und was trifft dieses Geschoss? Und es sieht so aus, als trifft es doch etwas. Es sah so aus, als geht es daneben. Aber nein, es wurden Chaosbruten getroffen und zwei Stück auf einmal ausgeschaltet. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Das hat wehgetan. Das hat Death Metal auf jeden Fall wehgetan. Ich dachte eigentlich, der Nekrolith-Koloss wäre, der Knochenriese wäre ziemlich dämlich und schlecht, aber ich muss sagen, nachdem ich ihn auch mal in einem Spiel gegen Breton gespielt habe, ist er gar nicht mal so übel, solange er möglichst viel seiner Munition ausgeben kann. Und er ist schon ein bisschen beweglich, wie halt auch ein Zygor, noch nicht so ganz so OP wie ein Zygor, deswegen denke ich, man kann ihn schon einsetzen. Neben dieser Frontlinie aus Gruftwachen, tatsächlich noch mit ein bisschen Erfahrungspunkten, sind wir hier mit ein paar Ushabti und Großbogen ausgestattet in der Armee. Zusätzlich zu Skelettbogenschützen und gesegnete Legion des Fakt. Also sehr viele Fernkämpfer dabei und nochmal Gruftwachen, die den Rücken schützen. Und damit der ganze Fernkampf sich auch lohnt, hat er hier die Gruftkönigin Kalida mitgebracht, in der die den Segen des Asap dabei hat und die Nachladerate, Geschossschaden und den Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse von verbündeten Einheiten erhöht. Also eine Armee, die sich sehr stark auf Fernkampf fokussiert und wirklich noch Glück gehabt, dass der Schuss einmal durch die Weird Brut durchgeschlagen ist und dann auch in den Auserkorenen explodierte. Das hat wehgetan. Aber sobald diese Armee, die ist zwar im Fernkampf sehr stark, aber sobald sie im Nahkampf gebunden ist durch das Chaos, ist sie ziemlich tot. Was hat das Chaos mitgebracht? Wir sehen eine Frontlinie aus Chaoskriegern, die zusammen mit Prinz Siegwald, dem regenerierenden Prachtvollen und einem Hexer des Todes mit Seelenraub und Bjuners Schicksal voranlaufen. Dahinter befinden sich Verstoßene mal zwei, gut gegen die Infanterie der Gruftkönige aus der Korone mit Hellebarden, sehr große und teure Investition, diese mitzunehmen, und Chaoskrieger mit Hellebarden ebenso. Also infanteriemäßig ein starker Vorteil auf der Seite des Chaos zu sehen. Kavallerie gibt's nur einmal Chaoshunde und das war es auch schon gewesen. Wir springen jetzt einfach mal in den Kampf und gucken uns an, wie viel Schaden der Nekrolith-Koloss, hört sich an viel besser als Knochenriese, hier noch an diesen armen Außerkoronen und der Weird Brute machen will. Lauft! Bam! Sah aus wie ein Streifschuss. Hat er jetzt trotzdem erwischt? Nein, der Streifschuss hat sie nur beschädigt. Weird Brute ist eigentlich eine super Sache. Reduziert gegnerische Panzerung. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich... Oh, und wieder erwischt. Das ist eigentlich nicht so richtig was man im Kampf gegen die Gruftkönige braucht, denke ich. Und was sehen wir hier? Ein Zauberspruch von Hochkönigin Kalida. Ist nicht ausgeführt worden. Oh doch. Er ist ausgeführt worden. Und er hat eine ganze Menge Schaden gemacht. Also man muss schon sagen, die Horden des Chaos werden bei diesem Vormarsch ordentlich in Stücke gerissen. Aber jetzt sollten die Verstoßenen hier ruckzuck Schaschlik
aus dem Gruftwache machen. Und das tun sie auch. Und die Hunde haben auch schon taktisch sehr klug die gesegnete Legion des Fakt angegriffen, damit sie die Panzerung der armen Chaoskrieger nicht reduzieren können. Spüren das Schicksal auf. Die Ushabti mit Großbogen ist, glaube ich, nicht das beste Ziel. Lohnt sich meiner Meinung nach mehr. Ich glaube auch mehr auf den Gruftwachen mit Hellebarden, weil die mehr Modelle haben. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Kann, glaube ich, Ascopa ein bisschen mehr dazu sagen. Oh, meine Güte, die auserkorenen Hellebarden. Da haben wir viel Schaden genommen. Das tut wirklich weh. Und mit dieser geschwächten Frontlinie frage ich mich, ob das Chaos noch in der Lage ist, genug Schaden zu verursachen, um diese Gruftwachen mit Hellebarden zu brechen mit ihren hohen Nahkampfabwehrwerten. Gruftwache hat nur 20 Panzerung, aber immer noch 55 Nahkampfabwehr. Und abgesehen von den Verstoßenen gibt es keinen Bonus gegen Infanterie hier. Und diese Verstoßenen kriegen ihren Hintern versohlt durch diese Gruftwache. Das kann doch fast nicht wahr sein. Seelenraub auf die hochkönigin Kalida, die sich in eine gefährliche Position mit den Chaoskriegern, gegen die Chaoskrieger mit Hellebarden begibt. Ach du Schande, ich bin beeindruckt. Die Verstoßenen werden in Stücke gerissen von den Gruftwachen mit Hellebarden. Das habe ich nicht erwartet. Eine sehr wichtige Lektion, die wir hier lernen. Wenn ihr mit Verstoßenen auf Gruftwachen mit Hellebarden lauft, versucht von hinten anzugreifen. Dann wäre das nämlich, denke ich, sehr entschieden für die Verstoßenen ausgegangen. So verlieren sie. Und das überrascht mich. Das überrascht mich wirklich. Schafft ihr mit Großbogen auf der Flucht vor den Chaoskriegern mit Hellebarden. Und ansonsten sieht die Frontlinie nicht gut aus für das Chaos. Sie haben so viel Schaden genommen, dass sie jetzt einfach nicht mehr genug nicht mehr genug Power haben, um durch die Gruftwachen zu brechen. Es sind tatsächlich erst 4 von ihnen gefallen. Und im Gegenzug haben sie 13 Kills gemacht an den geschwächten Chaoskriegern. Gar nicht mal übel, diese Idee hier von Freakshow. Hätte ich so nicht gespielt, aber muss schon sagen, eigentlich kombiniert sie eine ganze Menge der Vorteile der Gruftkönige gegen das Chaos, nämlich ihren starken Fernkampfvorteil und eine starke Infanterielinie, die, wie wir hier sehen, sehr, sehr schwer zu brechen ist, selbst von den Verstoßenen. Was haben wir jetzt hier gerade für einen Effekt, der gecastet wird? Gucken wir uns den mal an. Segen des Ashakt, Chaoskrieger. Der Fluch fügt Kämpfern Schaden zu, wird automatisch aktiviert, wenn Voraussetzungen erfüllt sind, was auch immer das für Voraussetzungen sind. Meine Güte, und da flieht das Chaos im Zentrum und es wird gnadenlos an den Gruftwachen mit Hellebarden abgeprallt. Nur die linke Flanke. Das hat wehgetan. Schöne Aktion mit der Hochkönigin Kalida. 31 Kills, nicht übel. Und das Chaos bricht auf der linken Flanke mittlerweile zusammen. Bam! Schön eingesetzt. Diese Giftangriffe und Explosionen kann man mit seinen Generälen gut einsetzen, um sie entweder in Sicherheit zu bringen oder gegnerische Formationen zu stören. Und da sehen wir jetzt den Vorteil des Knochenriesen im Vergleich zu anderer Artillerie. Man kann sich nämlich einfach problemlos aus dem Nahkampf heraus bewegen und von einer anderen Seite weiterschießen. Und das macht ihn schon ziemlich gut. Im Nahkampf ist er allerdings eher ein bisschen mäßig, weil er selten was trifft. Aber mit Unterstützung kann er schon Schaden machen. Es sieht so langsam aber sicher doch aus, als würden die Gruftwachen kaputt gehen und sich nicht mehr halten können. Langsam aber sicher gehen sie ein. 18 Kills hier, 45 Kills hier und 40 Kills hier und nochmal 53 Kills hier auf der Seite. Also, man kann sagen, was man will. Sie haben sich auf jeden Fall gut geschlagen. Und die Ushabti, die jetzt von den Gruftkönigen gespawnt werden, werden hier garantiert mindestens diese Chaoskrieger in die Flucht schlagen. Ushabti, die sind eigentlich ziemlich schlechte Nahkämpfer. Also guckt euch mal den ihre Werte an. Die haben Nahkampfangriff von 23. Das ist so richtig mies. Und auch ihr Bonus gegen Infanterie ist gerade mal 5. Das holt sie auf 27 hoch. Das ist immer noch richtig wenig. Wenn die nicht von hinten angreifen,
dann kann man die irgendwie schon ziemlich vergessen. Außer man hat einen Riesenhaufen von den Einheiten. Deswegen sieht man eigentlich auch fast nur die U-Shop, die mit Großbogen, die sind einfach viel, viel besser. Aber es sieht so aus, als kommt das Chaos, doch. Kommt es klar mit U-Shop, die? Nein, die fliehen, die Chaos-Krieger sind weg. Das halten die nicht aus, oder? Ja, und da machen sie sich auf den Weg. Zurück zu Korn oder Slanish oder Zinch oder Nurgle, je nachdem, wen sie anbeten. Ich freue mich übrigens auf das Dämonen-Update, was irgendwann kommen wird. Übrigens, es wurde von Grace von Creative Ascent bereits gesagt, dass es dieses Jahr wohl kein DLC mehr geben wird für Total War Warhammer 2. Was mich ein bisschen beeindruckt. Vielleicht ist es ja nur ein Witz, aber das stand so auf Reddit. Ich habe gedacht, es kommt wenigstens einer wieder im September oder so. Aber vielleicht arbeitet das Team doch zu fokussiert in Warhammer 3. Aber ich denke mal, das wird trotzdem bedeuten, dass Warhammer 3 noch ein bisschen auf sich warten lässt. Frühestens Ende nächsten Jahres, vielleicht sogar erst Anfang 2020. Aber finde ich auch gar nicht schlecht. Dann lasse sich ein bisschen mehr Zeit. Meine Güte, meine Güte. Der große Vorteil dieser Gruftwachen war, dass sie einen hohen Verteidigungswert haben und ihr großer Nachteil ist ihr niedriger Angriffswert. Und wir sehen jetzt, wozu das geführt hat. Langsam aber sicher hat sich das Chaos durch die Gruftwachenlinien durchgemetzelt. Und eine Weirdbrut ist immer noch vorhanden und im Kampf gegen den Knochenriesen. Boom, 286 Lebenspunkte gegen 8700. Wer wird gewinnen? Ja. Ja, okay. Und der ist ja auch noch klein auf den Kopf getreten. Wo auch immer dieser Kopf sein sollte. Auf jeden Fall ist sie weg. Auf jeden Fall ist sie weg. Und das Chaos, einige flüchtenden Regimenter haben sich gesammelt und sollten so gut und so schnell es geht wieder zurück in den Kampf. Am besten zusammen. Sonst werden sie weiterhin von Knochenriesen und Ushabti beschossen, aber von dem nicht mehr. Noch ein Schlag und der ist erledigt, oder? Bam! Nein? Na, wer wird diesen Kampf gewinnen? Huh! Immer noch zwei Lebenspunkte und jetzt ist er der. Jetzt geht er down. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch die Auserkorenen Pelebaden, sie haben sich heldenhaft geschlagen. Für ihre Kosten haben sie sich aber ganz sicher nicht ausgezahlt. Ganz anders sieht das hier bei Siegwald dem Prachtvollen aus. Der hier im Infanteriekampf wirklich scheinen kann. Aber würde gegen so viel Infanterie bestehen können, wenn seine Moral hält? Würde ich sagen, er schafft das. Denn die Skelette um ihn herum fangen schon an zu zerfallen. Und weiter heilen können sie auch nicht mehr. Und der Knochenriese ist immer noch am Leben und beschießt die sehr wertvollen Chaoskrieger und Elite-Infanterie des Chaos. Chaoshexer des Todes auch auf der Flucht. Er müsste noch einen Seelenraub auf die Hochkönigin casten können. Dann wäre das, glaube ich, wäre vielleicht in der Tasche für das Chaos. Das ist schon eine sehr enge Geschichte. Hochkönigin Kalida darf sie nicht mehr, sollte sich eigentlich nicht mehr in den Nahkampf bewegen. Sie tut es trotzdem. Und Siegwald möchte diese Gelegenheit nutzen, um ihn zu vernichten, aber er ist zu langsam. Siegwald ist zu langsam. Oh. Und Prinz Siegwald läuft der Hochkönigin Kalida hinterher, anstatt gegen die Infanterie zu kämpfen. Und dadurch sind jetzt die Chaoskrieger geflohen, und zwar vor ihrer Zeit. Der Knochenriese hat seine gesamte Munition verbraucht. Der Hexer des Chaos kommt nicht mehr zurück. Er ist leider gebrochen. Pech für ihn. Und das Chaos kämpft immer noch. Jedenfalls so ein bisschen.
Aber ich sehe jetzt nicht, wie Sigmar das ganz alleine noch stemmen will. Oder? Naja, den Luftschaft, die hat er schon mal erledigt. Knochenriese trifft vielleicht einmal in 10 Minuten. Auch wenn er sehr gruselig aussieht. Und allein schon das Entsetzen und die Angst, die er verursacht, sind vielleicht genug. Auf den würde ich nicht schlagen. Das hat keinen Sinn. Oh, Königin Kalida. Begibt sich hier in große Gefahr. Aber auf der anderen Seite wird sie hier auch geschickt gemicromanaged. Oh. Autsch. Diese sehr dünnen Formationen von Hellebardieren sind nicht in der Lage, einem Angriff von einer Kavallerieeinheit oder einer Monstereinheit standzuhalten. Werden durchbrochen, können keinen Gegenschlag ausführen. Und dann, damit fliehen sie. Und sieht so aus, als wäre es das gewesen. Prinz Sigwald wird das nicht mehr stemmen. Wir beschleunigen das Ganze mal. Und warten ab, was mit ihm passiert. Muss zugeben, er hält sich lange. Sieht so aus, als trifft ihn so gut wie gar nichts. Und es sieht so aus, als greift er den Nikolit-Koloss an. Oder? 105 Kills. Also gelohnt hat er sich auf jeden Fall. Erfahrungsgemäß lohnt sich Siegwahlreich immer. Das ist ein guter Lord. Und nochmal ein Buff. Was ist das? Steh oder stirb gleich nochmal. Aber sieht so aus, als war es das jetzt. Prinz Sigwald kann der Linie und der Masse der Skelette nichts mehr anhaben. Nimmt die Beine in die Hand und verzieht sich. Schön interessante Armee von Freakshow, die ich so nicht erwartet habe. Ich denke, er hat hier schön die Schwächen, die das Chaos hat, ausgenutzt. Und auch noch gesehen oder gewusst, dass die Verstoßenen sehr große Probleme haben, durch die Gruftwachen durchzukommen. Fernkampfvorteil gut genutzt, gerade in Kombination mit Hochkönigin Kalida, und auch der Knochenriese war sehr, sehr schön. Glück gehabt, dass hier einige gute Treffer in die Auserkorenen und Chaoskriegern gelandet sind. Was Death Metal hier besser hätte machen können, wäre seine Armee direkt in den Wald stellen. Während er sich auf Freakshow zubelegt, dann wären viele der Schüsse, die ihn beschädigt hätten, nicht angekommen, und das hätte vielleicht schon gereicht, um hier den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage zu machen. Aber so kann es gehen. Hat mich gefreut. War mal ein schönes anderes Spiel, in dem wir gesehen haben, was Gruftwachen mit Hellebar so alles leisten können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.